willkommen zurück. Wir sind gerade frisch aus der Tram gejumpt und sind jetzt hier im Stadtteil und gucken nochmal zur Bank, ob die Mission endlich mal weiterkommt, denn die macht mich total weich. Hacktechnisch haben wir jetzt fast alles, was wir haben. Haben jetzt fast alles freigeschalten. Da gab es nur einen von Verstärkung, der uns mal weniger entdeckt wird, aber im Großen und Ganzen ja, haben wir soweit alles. Oh, sind auch schon in der Nähe der Bank. Das ist jetzt ganz gut. Bin ich schon mal rausgestiegen? Ich glaube noch nicht. Ich weiß nicht. Hallo? Das ist ein Zivilist. Der mag nicht reden mit uns. Ja, okay. Seit 2017. Dieses Gebäude hier wurde allerdings 2024 fertiggestellt. Und erzähl noch ein bisschen. Absolut sicher. Da ist immer noch rot. Wir können zwar jetzt alles ausschalten, aber wir kommen nicht dahin, um das Ganze das auszuschalten. Ja, der unterirdische Sicherheitsraum hat seine aktuellen Passwörter erhalten. Gut. Schon wieder oder immer noch? Man weiß es nicht. Da ist die Frau, die sitzt draußen und wir sehen, wir kommen nicht in irgendein Büro rein. Das ist total. Und den Bewerbungsprozess einleiten zur Rezeption. Ja, oh, gute so Idee. Geschickt. Vielen Dank. War mir ein Vergnügen, Sir. Ja, das ist nett. Jetzt hau ab. Hallo, Sir. Willkommen in der Palisade Bank. Wie kann ich helfen? Ich weiß nicht. Ich war noch nie in einer Property Bank. Ich drück das wieder weg, denn das hatten wir gefühlt oft gehabt, Fragen nach dem Kundenbetreuer und... Ich würde gern den Kundenbetreuer sprechen. Nur zu, Sir. Er hat im Moment keinen Termin. Ich sage ihm, dass Sie kommen. Das ist nett. Das ist total nett. Mr. Romanek, ich schicke umgehend einen Herrn zu Ihnen. Es geht um eine Kontoeröffnung. Ja, wenn nochmal zustimmt. Ja, und das ist total... Komm, wir gehen mal rein. Er freut sich bestimmt schon riesig, dass wir kommen. Aber es ist rot, es funktioniert einfach nicht. Klar, Moment, wir haben noch so ein kleines Multitool und wir gucken mal, ob es damit klappt. Okay. Wenn nicht, dann ja, schade, aber wir können es ja nochmal testen. Dass wir endlich mal die Mission kriegen. Und da sind wir auch schon drin. Schön, einwandfrei. Schade um das Tool. Und tata, da ist eine Schublade. Schmerzmittel. So, reden wir mit den guten Herren. Ja. Sind Sie der Kundenbetreuer? Der bin ich. Thomas Romanek. Nichts für ungut, aber von Ihresgleichen besuchen uns nicht viele. Nicht viele Augmentierte können hier Kunden werden. Das ist wohl richtig. Und, wie kann ich Ihnen helfen? Machen wir ein bisschen Smalltalk. Ich habe einige Fragen zu dieser Property Bank. Stellen Sie sie an der Rezeption. Dafür ist sie nämlich da. Also wirklich. Sonst noch also was? Wirklich, ein bisschen unhöflich, der Mann. Ich möchte hier ein Konto eröffnen. Sie scheinen offensichtlich nicht mit den Gepflogenheiten hier vertraut zu sein. Niemand marschiert einfach hier rein und beschließt spontan, ein Konto in der angesehensten Property Bank der Welt zu eröffnen. Wir überzeugen ihn. Sie haben Standards, richtig? Und ich erfülle sie nicht. Sagen wir, ich zweifle daran. Ich kenne den Grund Ihres Besuchs nicht, aber wenn Sie nicht wollen, dass ich die Wache rufe... Das ist nicht nötig. Die bewerte ich, sobald ich hier fertig bin. Und dazu brauche ich eine Zugangskarte. Alpha? Wer sind Sie? Schickt Sie dieser Dreckskerl Janicek? Doppel-Alpha? Er soll doch alle rechtzeitig vor externen Sicherheitsüberprüfungen warnen. Warum Omega. Geben Sie vor, ein Kunde zu sein? Wir brauchen Alpha. Kleiner Moment, das ist immer manipulieren. Bis jetzt stellen Sie genau die richtigen Fragen. Darauf hat Janicek mich gar nicht vorbereitet. Nochmal Alpha. Was? Dieser Verdammte will mich schon wieder nochmal, reinlegen. Nochmal. Sagen Sie, warum schickt er einen Augmentierten? Vermutlich sollen Sie einen inkompetenten Eindruck machen. Das würde ich ihm zutrauen. Hören Sie, ich muss hier fertig werden und dafür brauche ich eine Kundenkarte. Natürlich. Hier, bitte. Damit kommen Sie in die VIP-Tresore. Und sagen Sie Janicek, dass er ein ganz mieser... Ach, vergessen Sie's. Ich sag's ihm selbst. Eins noch.
Ich muss auch dem Direktor Bericht erstatten. Mr. Oshiro und Miss Telva sind heute beide nicht im Haus. Aber ich informiere die Security, dass sie Zugang zum zweiten Stock haben. Nochmal danke für die Info über Janicek. So, haben wir es endlich mal geschafft, wenn auch nicht ganz so, wie es sein sollte, weil dafür Multitool springen musste. Aber egal, wir haben jetzt alles das, was wir brauchen und wollten, und wir können da jetzt reingehen. Und ja, versuchen wir es mal. Hatte gerade gespeichert, von daher bin ich. Tut mir leid, Sir, das Mezzanin ist für Klienten gesperrt. Mein Fehler. Ich suche die Tresore der Geschäftsleitung. Die sind unten, Sir. Und oben? Büros der Geschäftsführung und IT-Abteilung, nur für Mitarbeiter. Weitere Fragen beantwortet man Ihnen an der Rezeption. Danke. Bitte. Gut, also oben kommen wir nicht entlang, zumindest nicht so. Dritten Stock, jetzt weiß ich gar nicht, wo wir lang müssen sollen, wollen. Puh, das sieht jetzt ganz gut aus. Tut mir leid, Sir. Für das Betreten der VIP-Tresore ist ein Termin erforderlich. Und heute haben wir keine Termine. Einen Termin zum Betreten des eigenen Tresors? Für die Firmentresore schon. Wir brauchen Zeit, um Ihren Container in den Ansichtsbereich zu laden. Außerdem benötigen Sie Ihre persönliche Codekarte. Danke für die Information. Oh, das ist eine anstrengende Bank. Ich glaube, da komme ich auch nicht rein. Die waren da schon mal drin und wir haben dann schon mal da ein bisschen rumgekramt, kam dann das andere Büro da vorne. Gut, wir haben jetzt zwar die Kundenkarte, aber irgendwie geht es nicht so recht weiter. Was mich gerade total ein bisschen... Oder müssen wir hier rein? Ne, sieht nach oben aus. Hier, kleiner Moment, wir gucken mal rein. Tür gesperrt. So, öffnen und... Hier passiert was. Oh, schön. Es passiert was. Toll. Oh, da räuspert sich jemand. Und hier haben wir ganz viel zum Gucken. Der ist noch frei. Der ist auch noch frei. Und nichts drin, weil, ja, die bleiben wir nicht offen. Nö, alles frei. Gucken wir weiter, der ist so. Und hier haben wir ein Tastenfeld und das ist die Nummer 4. Ich habe gerade mal gesagt, was es alles, was so viel zum Hacken gibt. Und na gut. 60% und... Geht's, funktioniert. Zugriff gewährt. Also das ein Second zu legen, das hat sich echt ausgezahlt. Das war nicht schlecht. Da haben wir Geld und zwar nochmal, ja. Das haben wir 8000 noch was. Das hatten vorher 5000, glaube ich, und jetzt 8. Hat sich schon gelohnt. Hier haben wir die 5. Oh, 5 noch schwieriger als 4. Gut, schauen wir mal nach. Das geht da, das ist dort und... Kein Moment, ich bin gerade ein bisschen... Dort was. Hat ganz gut geklappt, jetzt haben wir da 7 und 7 sieht auch ganz gut aus, geht ein bisschen schneller. So, jetzt funktioniert es wieder nicht mehr. Also mit den Hacken sind wir echt, jetzt das langsam mal raus. Und da liegt auch nochmal Geld. Natürlich nehmen wir das mit. So muss ja nicht schlecht werden auf der Bank. Oder gibt es so Informationen? Okay. Da gab es jetzt kein Geld, auch nicht schlimm. Das ist offen. Sind sie nicht voll ausgebucht? Das sind noch ein bisschen. Nicht ganz offen für jeden Kunden. Da haben wir noch einen Zoom. Und das hat auch die Nummer 4. Und da es bis jetzt so gut läuft, bin ich guter Dinge, dass wir es auch ganz gut schaffen.
Das verbessert sich ganz gut aus. Ich bin mal gespannt, wie weit das noch geht. Und jetzt. Hallo, mein Lieber, festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Na, schaffen wir. Oh, das ist die Nacht. Oh, das wird knapp. Aber. Und jawohl. Zugriff gewährt. Oh. Ich weiß nicht, wo ich es jetzt einsetzen soll, aber komm, nehmen wir mit. So. Die haben wir geguckt, dort haben wir geguckt, da haben wir geguckt. Machen wir das noch auf. Wir haben gerade ein bisschen Zeit und total gut Laune, dass es gerade alles so gut funktioniert. So. Hallo, mein Lieber, festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. Gut, richtig viele Erfahrungspunkte. Was haben wir hier? Hier haben wir Munition, da haben wir andere Munition und da haben wir noch Nanok-Ding. Und ich habe bei allen bis jetzt keine Ahnung, für was wir alles brauchen. Gut, Geld haben wir. Hier hinten geht es irgendwo weiter. Das ist die 1. Oh, das sollten wir jetzt aber auch. Okay, geht nach dort. Zugriff gewährt. Wow, erster Versuch. Das ist echt gut verdeckt. Das ist echt, das ist jetzt unser Ding. Bereich, da liegt was rum. Ich gucke noch mal kurz durch die andere Tür. Weiß ich nicht, ob wir noch mal wiederkommen. Und ja. Serverraum. Das ist die 2. Sieht auch ganz. Vielleicht ganz. Man muss gerade einzeln, um das halt nicht. Gewährt. Wow. Okay, hier ist eine Tür. Da kommen wir noch mal anders hin. Und hier ist sonst nichts. Hier liegt noch mal das hier rum. Aber ich glaube, das brauchen wir bald alles nicht mehr, denn wir sind jetzt, haben es jetzt technisch voll drauf. Gucken wir gleich mal rein. Wo wir rein, wo wir hinkommen. Und zwar. Wir können einmal nach rechts und einmal nach links und wir gucken erstmal nach links, denn das ist. Geht's nach oben? Nein, hier ist. Nein, hier ist nichts. Okay. Ich dachte, wir kommen in den kleinen Raum da hinten, aber das sieht nicht so aus. Und hier. Okay, wir sind hier bei der Security und warum sind wir da durch? Keine Ahnung. Da ist die 2 und 2 sieht auch ganz gut aus und. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. Oh, Zugriff gewährt. Wir haben Kameras und die schalten wir aus. Brauchen wir nicht. Wir haben Roboters und auch. Wir haben Teambeschuss aus. Nein, wir wollen ja keinen töten, deswegen machen wir das aus. Brauchen wir nicht. Die nerven eh nur. Aus. So. Wir haben Geschütztürme und die braucht auch kein Schwein. Aus. Wir haben Türen und. Was haben wir jetzt gerade geschlossen? Kein Moment, da geht es zu, da geht das auf. Okay, gut. Und hier haben wir. Ob es da was bewegt, aber eigentlich egal, wo wir die lassen, denn wir sind ja eh schon drin. Hier ist noch irgendwas. Komm, das machen wir auch gleich. Das 2 sollten wir wieder mal schaffen. Hoffentlich.
Hubschrauber entdeckt. Tracing Programm initialisiert. Ja. Haben wir jetzt nicht geschafft. Schade. Aber gut, versuchen wir es noch einmal. Das Ganze und da wird es auch mal entdeckt. Da nicht so ganz so gut. Versuchen wir gleich nochmal, denn... Oh, war ich gerade erschrocken. Hallo, alles in Ordnung? Alles safe, alles sicher? Ja, das ist gut. Gut. Okay, da hinten war der Raum und... Jetzt habe ich mich gerade... Stopp. Wir sind zwar rausgekommen, aber kommen nicht mehr rein. Das ist schade. Hauptsache hat es wieder Zeit, endlich etwas zurückzusetzen und... Dann können wir es gleich nochmal versuchen. Geld. Geld und schön. Also finanziell ist das Ganze mal wirklich gelohnt. Wir haben hier das und das ist jetzt gerade ein bisschen tricky, weil eigentlich total einfach, aber irgendwie läuft es nicht. Gut, wir machen. Machen wir das Ganze mal enthüllen. Achso, das haben wir schon mal gemacht, aber dann haben wir es mal vernutzt. Und dann haben wir da auch da den Weg. Das ist ganz gut. Und ja. Wir kommen einmal. Nein, da lang kommen wir nicht. Wir kommen dort lang und da lang. Aber wir verstärken das Ganze mal von hier aus und gucken, ob es. Wir haben keins mehr. Kein Problem, wir haben ja noch jede Menge Zubehörteile und da können wir noch eins, das zwei, drei Mal herstellen. Machen wir das Ganze mal. Denn die Tür macht mich echt langsam gerade ein bisschen weich. Und bevor wir da noch mehr Zeit vergeuden, machen wir es mal so rum. Multitool-Störsender brauchen wir nicht und wir machen das hier. So, wir hacken das, soll recht schnell gehen. Tada! Und freischalten. Safe öffnen und was haben wir da drin? Ein Software, ein Geldchip und... Eigentlich hat es sich nicht gelohnt. Jetzt am Ende. War eigentlich... Nee, es war nicht jetzt so effektiv wie gedacht. Wir haben hier den Schalter. Und, deswegen ist da ein Schalter. Gut, jetzt haben wir dann nochmal. Habe ich vorhin nicht aufgepasst. Okay. Haben das ein andere mitgenommen, mitgehen lassen. Sicherheitsbereich. Wir wollen hier ein bisschen Bank einbrechen. Da ist noch ein Wurmsoftware, das nehmen wir auch gerne mit. Hier ist auch nichts. Und hier ist eine Schwachstelle. Was?
Was macht er denn? Wir machen mal unsere neue Pistole. Und was heißt neue Pistole? Unsere beliebte Elektropistole, denn die ist echt sehr interessant und der ist tot. Warum ist der tot? Warum liegt er hier? Da haben wir eine Biozelle, eine Software und nochmal ein PDA. Wir nehmen natürlich alles mit, denn wer weiß, was wir brauchen. Okay. Machen die Waffe weg. Okay, machen wir erstmal an dieser Stelle Pause. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns das nächste Mal hier. Wie geht's weiter beim Bankeinbruch, der wirklich nicht gerade der schnellste ist, aber vielleicht werden wir nicht entdeckt und dann hat sich das Ganze auch schon gelohnt. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Coach.